Da. Solange die zu langsam sind, um mich zu unterbrechen. So. Bin ich hier richtig? Ich bin hier sogar richtig. Zufällig. Ich wollte hier gar nicht speziell hier direkt hin. Aber ja, dann bin ich wohl vorangeschritten. Unbeabsichtigt. Jetzt bin ich in diesem schönen Garten. Die Gärten von Ysa. Wusa, sag ich dazu nur. Ja. Eine kleine Vorstellung in diese kleine Stadt. Hi. Willkommen in den Gärten von Ysa, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feienlande. Es kommt nur selten vor, dass wir ein Kind des Staubs in Ysa begrüßen können, doch ebenso selten erwählt Nyralim einen Champion. Ich bin Eran, der Kanzler des Hochkönigs. Ich hoffe, ihr genießt unsere Gastfreundschaft. Okay. Stufenaufstieg. Ich skill mal das Handeln, weil es mir langsam an Geld mangelt. Bestätigen. Okay. Das ist doch... Ist auf jeden Fall cool. Nein! Was habe ich denn? Also Techniken. Da gucken wir uns das mal an. Das hatten wir ja schon alles. Genickbrecher. Uiuiui. Aber der Hammer ist mir einfach viel zu langsam. Ne, der ist mir viel zu langsam. Das ist ein Block Gegenangriff. Das letzte ist immer ein Block Gegenangriff. Langschwerter liegen mir doch mehr als Großschwerter, aber die sehen einfach viel stylischer aus. Was haben wir hier? Komisch, dass hier drin keine Musik ist. Was war das nochmal? Ach so. Ausweider. Okay. Das ist hier so ein Schurkending. Das sind halt Dolche. Block. Und zack, zack, zack. Hinterhältiger Angriff. Ach so, ja, okay. Okay, so ein Pfeilhagel. Cool. Feienklingen. Zyklon. Das war's. Hiervon finde ich die Kombos wiederum nicht so geil. Obwohl die Waffen an sich ja schon geil aussehen. Aber die
Die sehen alle gleich aus. Er dreht sich halt nur. Okay, das ist wiederum geil. Aber die anderen Attacken sind nicht so. Oh, das ist wiederum cool. Aber hier Zyklon und Krallenschlag. So. Und hier dreht er sich einfach auch. Stumme Sense. Okay. Aber hier, das brauchen wir nicht. Chakram. Hui. Das gefällt mir. Wow. Ja. Was ist das? Werde zum Berserker und mit denen immer höheren Schaden. Harpune, ja. Raffinesse-Fähigkeiten. Zauberfähigkeiten. Hui. Oh, krass. So habe ich ein kleines Schutzschild. Ah, die sogar zurückstoßen. Das ist heilende Woge. Komm, heal. Heal. Ach so, das ist schon. Ah, okay. Nee, aber das reicht. Mit dem Gucken. Ich habe es immer wieder gesagt. Die Sterblichen. Bringt euren dunklen Krieg nicht hierher nach Wiesn. Chakrams finde ich nach wie vor geil. So, dann setzen wir mal fort mit der Reise. Was ist denn? Moment, levelmäßig sind wir jetzt Level. Wo steht das? 10? 10? 10? Naja, egal. Hochkönig Titarion, ihr habt in Gegenwart seiner Hoheit nichts zu befürchten. Er ist in einem Traum versunken. Diese erlaubt es ihm, die Erinnerungen und Bilder zu sehen, die im Kodex enthalten sind. Okay. Tretet vor und seine Majestät wird euch offenbaren, was ihr zu wissen wünscht. Na gut. Hatte ich eh vor. Ich beklaue erstmal ein bisschen. Na egal. Ich habe euren Garten beklaut. Ach, der Hochkönig ist oben und das ist ein Aufzug oder wie? Oder ist das ein Tisch? Das ist ein Tisch. Wieso sehen die nur so eingebildet aus? Vielleicht sind sie es ja. Oder ja, sind sie. Und der ist ein wenig schwul. A little bit. Sexy time. Dip, 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 dip. Empfangen im Chaos. Geboren in gestohlener Magie. Zerrissen vom Schicksal. Kind zweier Väter. Kind zweier Väter. Verrat über Verrat. Der Winter zerbrochen. Der Winter zerbrochen, das ist... Der Marionettenkönig auf seinem Thron umschmeichelt und belogen. Die Macht, die in ihm wächst, ist nicht seine eigene. Es begann im Osten und dort endet es auch. Ihre Schreie von jenseits des Schleiers. Wahnsinn und Raserei. Wahnsinn und Raserei. Uns ist bewusst, dass es verwirrend für euch sein muss. Genau wie die Feien kann auch das Schicksal nicht verändert werden. Aber die Tuata sind Feien, die zu etwas Neuem geworden sind. Und ihr seid ein Sterblicher, der aus dem Gewebe des Schicksals befreit wurde. Gadflo behauptet, die Tuata seien das Werk seines neuen Gottes.
Aber wenn die Tuatha die Schöpfung eines Gottes sind, was seid dann ihr? Ich bin etwas Neues. Die Macht eines Gottes in Händen eines unbesonnenen Sterblichen. Das ist der Grund, warum Nyralim fürchtet, zu was ihr werden könntet. Dieses Zeitalter hat zahlreiche Veränderungen gesehen. Veränderungen, die wir einst für unmöglich hielten. Wir haben uns geirrt. Okay. Ihr seid mit der Macht im Osten verflochten. Daran besteht kein Zweifel. Eure Energie reicht bis nach Alabastra zurück. Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dorthin geht. Aber wir wissen, dass die Macht hinter Gatflo euer endgültiges Ziel sein wird. Sein Gott ist eure Antwort und das Schicksal dieser Welt. Okay, ich bin ready. Ich danke euch. Und vielleicht könnt ihr außerdem mithelfen, das Schicksal unserer Welt zu ändern. Ich habe jene gesehen, die dazu bestimmt waren, Helden zu sein. Denen große Taten wie von allein zuflogen. Sie kommen, sie handeln und sie verschwinden. So wie es geschrieben steht. Jo. Ihr hingegen bewirkt Großes nicht, weil ihr es müsst, sondern weil ihr euch dafür entscheidet. Und das ist eine weitaus wahrhaftigere Größe. Das ist bewundernswert. Doch Willensstärke allein wird euch nicht reichen. Ihr mögt vom Schicksal befreit sein, doch ihr seid nicht vor dem Tod gefeit. Sprecht mit euren Verbündeten. Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr darauf hoffen, die Kräfte, denen ihr euch gegenüber seht, zu überwinden. Na gut. Neue Schicksalsanwendung, wie... Okay. Und 10.000 Gold, Schicksalstrank, uiuiui. Und Erfahrung habe ich bekommen, was... Krass. Jetzt kann ich mit meinem Kumpel reden, aber... Was? Ist hier nichts freigeschaltet? Habe ich einfach so einen Bonus bekommen? Okay. Ich habe nicht einmal die Hälfte dessen, was der König gesagt hat, verstanden. Aber es klingt, als hättet ihr einiges zu tun. Ein Glück, dass ihr dabei nicht allein seid. Um genau zu sein, habe ich vermutlich eine Spur gefunden, die uns zu einem alten Freund von euch führt. Hegen? Hegen? Der alte von Jusius, natürlich. Ah. Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann doch wohl der Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat. Ich habe ein wenig herumgefragt und konnte Kontakt mit seinem Vorgesetzten aufnehmen. Er denkt, er könnte uns helfen, Jus zu finden. Jus. Alle Scholaren der Gnome haben einen Templer, der ihre Forschungen unterstützt. Und offenbar ist Jus Förderer, Templer Octien, fest entschlossen, ihn zu finden. Geht in den Südwesten, in die Brachlande der Tyris. Octien wird dort auf euch warten, um zu besprechen, wie ihr Jus finden könnt. Okay. Ihr seid nicht der Einzige, der auf der Suche nach Jus ist. Octien hat seine Spur bis in die Brachlande der Tyris verfolgt. Ihr solltet euch mit ihm unterhalten. Mach ich. So. Jetzt kann ich von hier aus... Kann ich in diese Stadt schnell reisen? Nee, ne? Mann, ich benutze die Maus. Das geht doch nicht. Nö, kann ich nicht. Also ich bin hier. Ich könnte dahin schnell hinreisen. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Und dann reise ich in diese Richtung. Ha. Aber zwischendurch werde ich jetzt verstärkt trainieren, damit ich nicht mehr so schnell umkippe. Denn das tue ich.